Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es heute mit dem Arbeitmotor. Tim. Hi, grüß dich. Wir sind bei NG Motorsports in Helbsen. Eigentlich wollten wir ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir im letzten Video zu Marius Golf und dem Arbeitkopf so besprochen hatten. Hatten wir schon gesagt, was wir zusammenbauen wollten? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Wir sollten an dem eigentlich relativ wenig machen, glaube ich. War so die erste Intention. Genau, wir hatten uns den alten kaputten Kopf angeguckt, den mit Brennraum gefräst und waren zu, auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, den nächsten Kopf, den wir wieder fahren, mit Quetschkante ohne Fräsung. Mhm. So wie es original mal war. Dann sind wir auch relativ schnell zum Entschluss gekommen, wir wollen wieder Serien-Auslassventile fahren und nicht die größeren. Ich habe gesagt, mir würde es reichen, wenn der Kopf einfach nur schön ist. Aber du hast dann gesagt, nee, nur schön gibt's nicht. Wir machen das gleich wieder in vernünftig. Ja. Ja, also schlimm war ja die schwarze Brücke, die du letztes Mal mit hattest, ne? Mit dem Kanal und dem Winkel da drin, genau. Die gefräste. Und was haben wir jetzt gemacht? Also, wir montieren heute den Kopf auf den Block, weil wir wollen endlich wieder fahren. Und fahren kann man nur mit einem kompletten Motor. Das heißt, der erste Schritt ist auf jeden Fall schon mal, dass wir wieder einen Kopf auf dem Block haben. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal zum Kopf. Also, Auslassfedern, Auslassventile, Einlassventile, Original Fiat. Einfach nur Serie. Genau. Ventilfederpaket genauso, wie wir vorher gefahren sind. Mhm. Ich weiß zur Sekunde schon wieder gar nicht mehr, was für Federn das waren. Aber ihr hattet mir damals schon passende Spacer zugemacht. Genau. Dass die Federn unterlegt sind. Ganz wichtig war hierbei, dass die äußere und die innere Feder anders unterlegt sind. Dadurch entsteht dieser Absatz hier in der Mitte. Und so haben wir wirklich beide Federn passend zum maximalen Ventilhub maximal vorgespannt. Mhm. Und dann hast du die Kanäle nochmal vorgenommen. Genau. Auslasskanal sieht ja noch relativ... Der ist nahezu identisch, wie bei der letzten Version. Und dann war ja die Grundidee, die, ich sag mal, katastrophal schwarze Brücke eigentlich wegzubekommen und hier mehr auf Seriengröße zu gehen und diesen hässlichen Winkelversatz da rauszukriegen. Das ist ja nicht so ganz geglückt, was die Brücke angeht, aber... Ja, beziehungsweise in der Kürze der Zeit, man müsste eigentlich eine ganz neue Brücke bauen. Ja. Was halt nicht funktioniert. Also ich überlege gerade, ob wir das in dem letzten Video, wie weit wir das gezeigt hatten oder nicht gezeigt hatten. Es geht eigentlich nur um Folgendes. Brücke, wenn man so drauf guckt. Mhm. Und Tim hat gleich als allererstes gesehen, dass diese Kante hier mehr als katastrophal ist. Also eigentlich wäre es schön, wenn der Kanal einfach nur gerade durch die Brücke durchgeht und nicht genau so. So und wieder so macht. Genau, der ist ja auch vom Kanalverlauf hier im Kopf so, ich weiß den Winkel jetzt nicht mehr ganz genau, eigentlich so ausgelegt, dass es da schön in dem Winkel reinströmt. Auch die Runner sind ja entsprechend, die sind ja sogar im passenden Winkel, aber genau die Flanschbreite sind sie einfach auf 90 Grad nochmal wieder zurückgegangen. Das ist natürlich eine ganz blöde Stufe drin. Das heißt, eigentlich müsste man hier drin aufschweißen und da wieder eine Gerade reinkriegen, ne? Ja, so. Ich hatte auch zwischendurch überlegt, aber ich weiß natürlich nicht, wie die gesamte restliche Peripherie aussieht. Man hätte ja auch den Flansch hier vielleicht noch in einem leichten Winkel irgendwie ändern können, weißt du? Und die Brücke wieder ein bisschen kippen. Also du meinst hier unten wegnehmen? Ein bisschen dadurch den Winkel ausgleichen, weil du strömst ja speziell jetzt hier unten noch, ich sag mal, eintretend in den Kopf mit 90 Grad und fällst hier direkt runter. Hier war ja diese scharfe Abrisskante im oberen Bereich und... ich habe den jetzt im Eingangsbereich hier oben ein bisschen ausgearbeitet, um quasi den schlechten Einströmwinkel ansatzweise ein bisschen aufzufangen. Ne? Dass wir hier ein bisschen Volumen generiert haben, damit der nicht hier vorne, also auch von hier direkt in die Schräge reinfällt. Das heißt, wir haben es so ein bisschen verschönert. Also ich glaube, im Vergleich zum letzten Mal ist das tatsächlich ein massiver Unterschied. Es ist immer noch nicht wirklich gut, aber... Ja, was sollen wir aus der Brücke sonst rausholen? Das ist immer das Traurige an diesem Tuning, wirklich, man baut und baut und baut und währenddessen fällt einem wieder auf, wie man es noch besser machen kann. Ja. Aber ich glaube, dieser Drang und dieses Interesse am noch besser machen, das macht das, was diese Projekte einfach nie für uns fertig macht. Ja. Weil jeder andere würde einmal in seinem Leben einen Kopf fräsen lassen und eine gefräste Brücke kaufen, das zusammenstecken und sagen, das Ding ist fertig. So, ne, ist aber bei uns nicht so, weil da gibt es halt immer und immer und immer wieder nochmal Sachen. Der Einlassbereich hier, ne? Der war ja auch, also den hätte man natürlich so fahren können, aber das tat natürlich einfach schon in der Seele weh, sich das anzugucken, was das für Kanten gewesen sind. Da gab es halt überhaupt keine Übergänge und in Zahlen kann ich das in keinster Weise beziffern, was das womöglich bringt, ob es was bringt, aber man kann es halt so nicht einbauen, wenn es... Also angenommen, wir würden jetzt nochmal an der Idee rumspielen, hier den anderen Winkel zu setzen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir theoretisch die Flächen auch nachsetzen müssen, genau, für die Muttern.
weil halt logischerweise die Mutter sonst gar nicht wieder parallel zu der Fläche ist. Wenn man das jetzt hier kippen würde und der Stehbolzen durchgehen würde, würde die Fläche natürlich nicht mehr parallel dazu sein. Wie viel Platz hast du denn überhaupt da drunter? Da ist Platz ohne Ende. Okay. Also es wäre ja auch in dem Fall so, ach Tatsache, sie würde so nach unten kippen, ne? Ja. Ja, das, da ist Platz, also das, also das kommt, wusste ich natürlich auch gar nicht. Das kommt, ne? Dem Ganzen natürlich eher zu, also es wird eher besser als schlechter dadurch. Okay. Das alte Setup, hast du das auf dem Prüfstand gemessen, ausgefahren? Ja, also da hast 400, du wirklich gute Zahlen waren, zu. Ja, was heißt gute Zahlen? Ich habe Zahlen dazu. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist eine andere Sache. Aber verlässliche Zahlen. Das waren 427 PS. Und du hast Zündungswerte dazu? Das war doch das. Exorbitant viel. Das war das, ich erinnere mich nur noch dunkel. Weißt du noch, wie viel mehr Zündung du gefahren bist mit dem anderen Brennraum? Ich würde mal jetzt so ungefähr sagen, 12 Grad. Also wirklich so, dass man Stellen. Also er fuhr auf einmal wie so ein hochgezüchteter Viertelmeile-Motor, der Bock auf viel Druck, viel Sprit und viel Zündung hatte. Mhm. Und nicht mehr so wirklich locker, flockig, einfach so dahingestellt. Ne? Ja, okay. Dann können wir ja an dieser Thematik als letztes nochmal rumspielen, ob man hier, keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich so auf die Hälfte gehen oder so, ob man da nochmal dann rumspielt. Dann müsste man natürlich wieder passend die Die schwarze vorher, ist die baugleich jetzt? Du hast ja versucht, ich sag mal, eine Designänderung zu bekommen. Ist die andere denn baugleich mit der hier? Also sprich, können wir an der anderen rumexperimentieren? Theoretisch können wir an der anderen sogar besser rumexperimentieren, weil die andere Brücke diese Fräsung nicht hat für die Dichtung. Aber wir haben die ja hier, wir können ja mal gucken. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die nicht vom Kanal her noch größer ist. Ich hätte aus Erinnerung heraus gesagt, dass die Kante unten anders gewesen ist. Warte mal. Aber sie sieht tatsächlich. Wo haben wir die Lampe? Ja, durch das Eloxieren wirkt es auch noch mal ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass die Kante hier noch massiver gewesen ist jetzt, aber. Aber können wir das mal. Sieht schon sehr. Die hattest du jetzt ja nicht aufgeweitet. Die kam so. Die ist genau so. Weil so. Ich habe extra in Malaysia eine weitere Brücke bestellt, habe wirklich wieder 1000 Mal gesagt, bitte OEM-Port. Ein Zehntel. Also das ist. Das waren hier 39. Warte, das war jetzt einmal nur so grob. 31,2. Das ist ein Zehntel, heißt, oder zwei. Das heißt, neue Brücke bestellen hat genau Folgendes gemacht, dass die Nut reingefräst haben. Ne? Das heißt, wir haben jetzt auch im Kopf wieder den großen Kanal, in Anführungsstrichen. Aber das macht es ja einfacher, weil... Den letzten Kopf hattest du angepasst, ne? Ja, den habe ich so mit meinen begrenzten Mitteln und viel Motivation angepasst. Der war allerdings von euch schon vorher gefräst und ich habe ihn dann nochmal wieder groß gemacht. Aber selbst, also auch hier ist noch relativ viel Material dann rausgeflogen. Den haben wir quasi auch erst mit dem alten Setup gefräst, mit der alten Kanalform. Und als du dann die Info gegeben hast, dass es das Teil endgültig werden wird, habe ich quasi auf das Muster hin hier den gesamten Eingangsbereich nochmal neu konstruiert. Auch der Querschnittsverlauf in dem Einlass hier ist ein anderer. Also ein besserer, würde ich mal einfach behaupten. Mhm. Also ich glaube, dass der definitiv deutlich besser funktionieren wird. Und auch, ich weiß gar nicht, sieht man das noch? Hier kannst du ja auch einigermaßen sehen, wie das vorher mit der Kante ausgesehen hat, trotz des schwarzen Eloxierens und wie, in Anführungszeichen, ich zumindest versucht habe, das so ein bisschen zu brechen. Ne? Okay, das heißt, wir könnten aber logischerweise an der rumspielen. Problemlos. Hast du noch einen Kopf? Ja. Bedingt aber dadurch, dass wir hier auch noch keine Nut drin haben, können wir so einfacher drum spielen. Weil dann kann man wirklich von hier einfach anfangen und die Schräge. Man hätte auch allein die Flanschstärke, jetzt sieht das so aus für die Einspritzdüse, da ist auch genug Fleisch. Also hier könnte man auch schon die Länge der Fläche quasi auch reduzieren. Ne? Sollen wir mal gucken. Wobei wir ja eigentlich hier kaum noch Fläche haben, oder? Ja, ich mal sagen, oder? Aber ich sag mal, das ist ja so schlecht, da helfen ja schon 3 mm. Also das ist wieder das, selbst ein bisschen, wenn wir es rausholen können, gucken wir mal. Das heißt, dein Traum wäre theoretisch das Ganze tiefer setzen, dass auf der Seite dieser schmale Steg schon mal weg ist und dann schräg, damit auf der Seite man möglichst weit die gerade Fläche wegkriegt. Ja, optimal wäre ja, dass das Plenum kannst du ja eh abmontieren. Optimal wäre natürlich, wenn man das montiert am Kopf in 1 verstiften würde, also erst die Winkel ausgleichen und dann in 1 durchbearbeiten. Weil hier kommen wir ja durch. Also ich würde ja von dort erst recht, wenn der Winkel verschwindet, komme ich ja mit einem langen Fräser tatsächlich durch. Das heißt, du würdest tatsächlich erst wegplanen, dass es möglichst dünn ist, möglichst viel Fleisch rausgeholt ist und dann durchfahren, durchbearbeiten. Ja. Das heißt, das ist jetzt theoretisch eh hinfällig und eine neue Paarung.
Und deswegen habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall brauche ich noch mal mindestens einen Kopf dann. Okay, das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir hier wieder anfangen und die jetzt versuchen anzupassen, dann wieder mit dem Dremel und Anzeichen und so weiter, sehe ich aber auch so, dadurch, dass das jetzt hier auch Serienventile und Seriensitze sind. Und das kommt ja darauf an, wann du fahren willst. Ja. Also das ist ja auch dann und, nicht in einer Woche gemacht. Ne? Und ich bin immer zu begeistern für Ersatzteile bei Rennautos. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es halt doch immer dann doch mal, wie du siehst, schneller mal knallen kann. Ja, dann lass die hier. Okay, das heißt, wir montieren das Ganze jetzt so und die große Evolutionsstufe wäre dann der nächste Kopf mit einem angepassten Flansch von der Brücke. Ja, dass man diesen, ich sag mal, diese schlechten 30 mm, die ja hier genau in der Mitte vorhanden sind, dass wir die rauskriegen. Ja, ja. Okay. Aber ich finde es jetzt schon spannend, wenn du zu dem Kopf später Ladedruck, Lambda-Werte, Zündung, Leistung, wenn wir das mal schön vergleichen können, dann werden wir wahrscheinlich schon so grundsätzlich was sehen. Also das Problem ist, ich werde es natürlich mit einem größeren Turbolader fahren. So, das ist ein Punkt. Aber dieser große Turbolader hat ja auch immer erst seine Effizienz ab einem gewissen Ladedruck. So, das heißt, bei 2 Bar wirst du natürlich schon eine Riesendifferenz sehen. Aber wenn du beide bei 0,8 oder 1 Bar misst, und wir haben auch die ganzen alten Messungen noch, da wirst du schon... Ja. Da wird man das schon sehen. Auch in Sachen Spool, Ansprechverhalten und so weiter. Aber sonst, wenn man reinguckt, sieht der Kanal halt schon geil aus, finde ich. Ja, du spürst das mehr, wenn du hier nach vorne so reingehst, dass er quasi wirklich hier so ein bisschen ausgekoffert ist, um wirklich einigermaßen gerade angeströmt zu werden. Weil so, das sieht schon richtig nach. Ich finde auch das Verhältnis von der Fläche her im Verhältnis zu der Fläche, das sieht auch irgendwie schön aus. Ist jetzt nicht so übertrieben groß. Und Sitze sind dementsprechend auch komplett neu geschnitten. Ja, die sind auch definitiv besser, weil die sind jetzt ja auch CNC geschnitten. So von der Kontur her ist das nochmal, ich sag mal, in einem feineren, filigraneren Bereich optimiert auch. Okay, ich würde vorschlagen, lass uns den einmal zusammenbauen. Ja. Und dann machen wir einen Block weiter. Okay. So, kommen wir zum Motorblock. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, das Ding ist schon ein bisschen älter. Gibt es einen Livestream zu bei Subi Performance, wie wir den gebaut haben. IRP-Kolben, IRP-Pleu, hier hinter, Serienkurbelwelle, Serien-Schrauben. Hier oben haben wir damals, weil wir eh schon bei waren, auf der Standbohrmaschine, direkt von M9 auf M10 erweitert. So, das heißt, dass auch hier im Kopf die Löcher vergrößert werden musste. Das habt ihr bei euch auch auf der Maschine gemacht? Genau, das haben wir vorhin noch schnell gemacht. Das heißt, das Ganze ist jetzt von M9 auf M10 vergrößert und somit auch schon mal ein bisschen... saftiger. Bevor wir zum Thema Kopfdichtung gleich kommen, würde ich ihn gerne einmal Probe stecken und einfach mal gucken, wie das so sitzt und fruchtet. Ja, Zentrierhüllen. Könnte noch enger sein, ne? Das sind halt Italiener, ne? Beziehungsweise Polen. Aber das sind niegelnagelneue Zentrierhüllen, was willst du sonst noch machen, ne? Bei Stehbolzen, ich werde es auch nie vergessen, wir haben mal einen Livestream bei Björn gemacht, wie wir Limo-Motor zerlegt haben. Und haben wie die Bekloppten auf dem Kopf rumgeschlagen, um den Kopf abzukriegen. Bis dann irgendwann Basti TTD mich anrief und sagt, ey, ihr Trottel, dreht doch einfach erst die Bolzen aus. Also 0,0 in dem Moment dran gedacht, irgendwie so, ne? Muss doch da runtergehen. So, es ist aber tatsächlich so, dass man... Wie viel wolltest du reinhaben? Ich würde jetzt du mal vier, so grob? Ja, ich würde jetzt hier mal so 4 Stück oder so, mal gucken, ob das so wie die Länge und so geht. Man kann das natürlich auch einfach so machen, dann ist das natürlich deutlich einfacher. Ich sehe auch hier, das muss noch erste Generation von unseren Pro Series Bolzen sein, weil das war auch nicht für dieses Fahrzeug gedacht, weil die haben diesen Ansatzbonus noch gar nicht, mit welchen sich der Bolzen eigentlich in der Bohrung abstützt. Praktisch wäre natürlich gewesen, habe ich nicht dran gedacht. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Ich habe natürlich jetzt gerade die Kassette, die draufkommt, nicht mit, vom Lagerdeckel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie zu weit rausgucken. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich hier später den Kopf jetzt drauf, also weißt du, weil die eine gewisse Tiefe haben, die Kassette, die hier drauf kommt, ich glaube nicht, dass die so offen hier gestaltet ist, dass das Stückchen hier oben so krass rüber gucken kann, dass die auch leider wieder zu lang sein werden. Ja, aber kürzen? Nein. Jetzt meine ich? Das Problem ist ja, dass sie hier unten, werden sie ja schon ganz drin stehen. Das heißt, wenn dann müsste man... Wir können nur oben kürzen, dann haben wir den Antrieb verloren. Genau. Na, bevor es gar nicht passt. Du bist, was bist du zuletzt gefahren? Also der andere AIP, Motor? AIP M9. Okay.
Also eigentlich müsste man für diesen Motor wieder sauber welche anfertigen, dann würde man sie hier 10 mm kürzer machen, dass jetzt genau die Mutter drauf passt. Aber wir gucken mal. Machen wir kurz Pause, stopp. Weil so sonst so von den Scheiben her und so passt das schon. Passt das schon ganz schön. Ich will jetzt nur einmal messen, wie viel sie theoretisch gerade zu lang sind. Also wir werden das auf gar keinen Fall gerade final montieren können. Weil wenn wir das komplett fertig haben, weil guck mal, es ist auch schon auffällig, dass der Unterstand genau so hoch eigentlich ist, dass es theoretisch plan hier rüber könnte. Dann hat das meistens irgendeinen Grund schon. 16,1. Ja, 16,1, also 16,5 könnte man oben wegnehmen. Mhm. Aber was hast du jetzt? Eine Dichtung hast du noch nicht dazu? Nee, nee, genau. Also eigentlich das kannst du noch mal berücksichtigen. So, jetzt kommt der letzte Punkt bei diesem Motor. Thema Kopfdichtung. Das ist nämlich auch noch so ein bisschen eine Wundertüte. Also der ganze Motor ist noch ein bisschen eine Wundertüte. Aber deswegen fand ich den alten Motor so geil, deswegen habe ich da auch so viel hinterher getrauert. Was genau wir jetzt kopfdichtungstechnisch hier machen. Zack. Es gibt seitens Fiat verschiedene Dichtungen. Es gibt einmal diese, das ist die, die drauf war. Die müsste ungefähr 0,7 haben. Ja. Hat 0,7, ne? Das ist theoretisch die Dichtung in dünn von den kleineren Motoren. Die haben dann 9,8:1. Jetzt gibt es große Motoren, die haben tatsächlich 9,3:1. Da gibt es dann von Fiat eine dicke. Bohrung ist gleich. Ja, Bohrung ist gleich. Das heißt, wir hätten jetzt auch hier das Problem, dass wahrscheinlich die Bohrung gar nicht passt. Ich glaube, so war die. Genau. Ja, weil hier ist die. Nee, hier ist nächste, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hier ist das nächste Problem. 9er Bohrung in der Kopfdichtung. Ja. Natürlich auch jetzt hier mit 10er Bolzen geht nicht mehr. Und, das ist bei gebohrten Motoren immer das Problem und keiner macht sich Gedanken drüber. Wir haben bei dieser Kopfdichtung hier jetzt in der Mitte und wir haben schon 72,5, also sie ist schon einen halben Millimeter, ja, sagen wir 73. Und wir haben hier aber auch 73 gebohrt, ne? Meinst du? Und hier 72,5. Ja, dann würde das ja tatsächlich sogar gehen. 72,5, okay. Ja, dann hätten wir da tatsächlich bei der Kopfdichtung mal ab Werk ein bisschen Fleisch. Ist aber beim Hersteller, ja, also wir haben genau 72,5, ne? Mhm. Ist auch wieder so eine Sache, ob die dann da halb drin steht oder nicht drin steht. Ja, doch, hier, ja, das würde gehen. Ist beim RS4 tatsächlich auch so, dass er auch direkt von der Bohrung her, 81er Bohrung Serie, die Kopfdichtung hat 82,5. Mhm. Weil die 2,8er Motoren eine größere Bohrung hatten. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall die und die zur Auswahl. Und jetzt habe ich eine Kopfdichtung herstellen lassen, wie wir das schon bei vielen Motoren gemacht haben, mit diesen Ringen. Das heißt, man bearbeitet gar nicht den Kopf. Hier sind einfach nur so ein paar kleine Zacken drin. Das ist so ein hochfester Stahl. Diese Zacken drücken sich dann oben in den Kopf. Und die plane Seite kommt einfach zum Block hin. Das ist genau 72,5 wie der Bohrungsdurchmesser. Hoffentlich. Das ist genau Bohrungsdurchmesser und dann kommt da drumherum einfach nur noch so eine Pappe. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Damit wir wissen, welche wir am Ende fahren, müssen wir den Motor einmal final noch auslitern. Das heißt, wir opfern jetzt einfach eine Kopfdichtung. Müssen wir aber die Bohrung aufmachen. Genau. Theoretisch, ehrlich gesagt, können wir auch einfach die alte opfern. Und da einfach, weißt du, es geht jetzt ja, wirklich nur darum, die einmal hier drauf zu machen auf einen Zylinder, Kopf drauf, auslitern. Hier wissen wir, die hat 0,7. Dann können wir mit 0,7 die Verdichtung von diesem ganzen Motor ausrechnen, was schon wirklich ein entscheidender Wert ist für den ganzen Motor. Weil wenn jetzt hierbei rauskommt, dass der Motor hier mit 8,0:1 hat, dann weiß ich, dass ich auf gar keinen Fall dicker gehen werde. Wenn hierbei rauskommt, dass er mit der dünnen Dichtung 10:1 hat, dann kann man da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, welche Kopfdichtungsstärke. Was hat denn die neue hier? Die hat 1 oder 1,2. Da sagt der Hersteller, die kann ich aber relativ flexibel in allen Dicken machen lassen. Die ist ein bisschen dicker und zieht sich dann zusammenpassend zu den Ringen. Genau, die hat 1,2 und hat komprimiert dann 1 mm. Okay. Da kann ich aber jederzeit sagen, ey, schick mal in 1,2, 1,4, 1,5, wie auch immer, das geht schon. Mit neuen Ringen dann natürlich passend. Das wäre aber am einfachsten von allem realisierbar. Das heißt, darüber können wir die Kopfdichtung schon bestimmen. Die geht allerdings nicht dünner, weil damit man eine gewisse Leistung mit dieser Kopfdichtung fahren kann, braucht man die Ringe in 1 mm, weil das sonst einfach zu dünn wird. Ich würde sagen, die machen wir einfach hier mal einmal auf 10,5. Auf den beiden Löchern. Auf den drei Löchern, vier Löchern hier. Und ich hole mal die Pipette. Wir nehmen recyclingmäßig unsere alte Kopfdichtung. 0,7 mm hat die. Falls wir es gleich vergessen, können wir es zum Glück im Video nochmal nachlesen. Und die würgen wir jetzt erstmal über das Gewinde rüber. So. Jetzt kommt da der Kollege drauf. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende bei rauskommt.
wieder im Ansatz irgendwo liegen, wo wir gerne liegen würden. Oder wirklich komplett ab vom Schuss hin. Wie war der vorher verdichtet? Serienmäßig gibt es 9,8 und 9,3. Ich hatte zum Glück so ein, ja, das ist auch das, ich hatte einen sogenannten Pista-Motor. Klingt jetzt nach Ferrari-Sondermodell. Ich wollte gerade sagen. Das Witzige war, der soll wenig Verdichtung haben. Ja. Hat aber eine dünne Kopfdichtung, was nicht zueinander passt. Aber hast du das Ausgliedern, so wie du es jetzt hier machen möchtest, da auch gemacht? Habe ich damals bei mir in der alten Halle und so weiter noch gemacht. Und habe dann auch eine dünne Kopfdichtung drauf gesteckt, weil ich da auch auf den Wert gekommen bin von irgendwas 9,5 zu 1. Also das ging schon in die Richtung. Wir müssen jetzt ja eh nicht voll anballern. Achso, ich habe eben gerade Kohlwelle natürlich auf OT gestellt, dass sie ganz oben ist. Wie viel kann der so? Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Der ist halt speziell für Demontage super praktisch, ne? Weil es dann halt schnell geht. 115. Ja, wir machen jetzt hier einfach mal nur 90, das reicht vollkommen. Ist das ein Unterschied? Nee, ganz egal. Wir haben jetzt auch gar kein Fett und nichts drunter. Geht einfach nur darum, ein bisschen, dass es gleich nicht rausläuft. Aber selbst krass, das sind erst, weil das so ein kurzer Drehungsschlüssel ist, das sind gerade mal 55 hier. So, jetzt packen wir das hier beiseite, bevor es kaputt ist. Und dann nehmen wir einfach nur dieses Gerät hier und lassen das da reinlaufen. Also es geht jetzt eigentlich nur dabei rum, Verdichtung, Volumen, wenn Kolben ganz oben ist. Also wenn das ganze Gemisch komprimiert ist und kurz vorm Zünden ist, gegenüber Volumen, wenn Kolben ganz unten ist. Wie viel der Unterschied ganz oben zu ganz unten ist, können wir einfach über Bohrung und Hub ausrechnen. Das heißt, wir müssen das Ganze nur einmal machen, oben drin. Jetzt haben wir da zum Glück einen Motor, wo... Ist das am Ende relevant zu wissen? Ja, ist ja eigentlich das Hauptgesetz des Motors, wie viel das ganze Luftkraftgemisch komprimiert wird, bevor es entflammt wird. Weil ohne Kompression würde es gar nicht entflammt. Also nur durch diesen Druck ist es überhaupt möglich, dieses Gemisch zu entzünden und da überhaupt eine Energie rauszukriegen. So, und je mehr es verdichtet ist, je effizienter läuft das Ganze, je höher ist aber das Risiko, dass was kaputt geht. Weil einfach alles thermisch heißer ist, schneller anfängt zu klopfen und so weiter. Das heißt, da muss man am Ende eine gesunde Mischung finden. So, und hier kann man nämlich echt gut reingucken. Das heißt, ich würde vorschlagen, einer leuchtet, der andere macht hier mit. So, und dann? Ist auch genau. Ja. Reicht das? So, warte mal, so rum mal auf. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, ob 50 reichen oder nicht reichen. Was hat so ein Brennraum normalerweise? Ja, je nach 10, Motor. 10, 15? Nee. Die kommen auch schon auf über 40. Echt? Ja. Ja, aber der Kleine hier nicht, oder? Nee, der nicht. Also ich hätte jetzt mal so aus dem Bauch heraus gesagt, dass wir da eigentlich mit einem Muster reichen. Das war 0,7er Kopfdichtung, ne? Das ist ja, und der Brennraum ist ja winzig bei dem Ding. Warte mal. Willst du auf oder zu? Nee, ich will einfach nur, dass, wenn das gleich da soweit ist, nimm mal die Hand einmal weg, dass ich dann wenigstens sofort zumachen kann. Wo sind wir denn? Also du musst auf jeden Fall nach rechts drehen, ja. Zum Zumachen. Der hat aber auch im Kolbenboden ja ganz gut, genau. Volumen gehabt, ne? Deswegen. Also der hat A, minimalen Unterstand plus die Kopfdichtung plus den Brennraum. Was wir natürlich nicht sehen, ob da jetzt in Anführungszeichen irgendwo in der Seite eine kleine Blase zurückbleibt, ne? Mhm. Die siehst du natürlich, wenn du... Aber eigentlich, da er so gerade steht... Der steht ja wirklich schon. Ja, und ganz ehrlich, das leichte Wackeln, was wir jetzt hier machen, ist theoretisch auch nicht schlecht. Aber wir können ja mal kurz im Kopf hochrechnen. Jetzt mal so ganz dumm gesagt, 1,4 Liter durch 4 sind 750, 375 Kubik. Mit 10 zu 1 würde er irgendwo so bei 37 Kubik sein. Gesamt, ja. Oh, das täuscht schon. Gesamt, das heißt so 34. Ja. Jetzt sind wir bei 28. Ja, der Abstand von der... Wasseroberfläche bis, ich sag mal, erster Gewindegang ist. Nee, geht noch was durch. Boah, man hat schon krass gehört, wie es immer weniger wurde, ne? So. Also ich bin wirklich stolz drauf, die Messung war gut. Also, das hat sich gut angefühlt, man hat es genau gehört. Ja. Und wir sind jetzt genau bei 41,5. 41,5. 41,5 Kubik. Vielleicht kannst du noch ein. Das schreiben wir jetzt mal als allererstes. Zehntel abziehen. Ja, wir rechnen erstmal mal damit und gucken mal, wo wir da überhaupt hinkommen. So, 41,5 Kubik. Guck mal. Ja, also ich würde sagen, optisch so 2 Gewindegänge, die es gerade... Kann man da reingucken? Gucken wir mal. Allerdings muss man jetzt auch sagen, zwischen
Geräusch wird wenig, also man hört, dass nichts mehr da ist und du hast es weiterlaufen, waren gerade mal ungefähr ein halbes Kubik. Ja. Also dann lass es am Ende 41 gewesen sein. Jetzt ist es natürlich auch so, die Kerze wird auf gar, ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, eine Kerze wird ja auf gar keinen Fall rausgucken. Die wird auf jeden Fall bündig stehen und hat dann ja in der Mitte noch einen Hohlraum. Mhm, aber ich glaube, das hebt sich mit der Elektrode. Das hebt sich, glaube ich, auf. So, jetzt müssen wir einmal googeln. Was hat der Motor überhaupt an Hub? Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Bohrung 72 mm, Hub 84 mm. So, wir haben jetzt 72,5 geteilt durch 2. Volumen ist Pi R Quadrat mal 3,625. Ja, wir haben das schon so aufgerechnet. 338,34 Kubik hat der Hub. Mhm. 338,34. Ich wollte gerade sagen, soll ich dir noch einen Zettel holen? Nee, ich habe da oben auf 338,34 plus 41,5. Und das Ganze teilen wir jetzt durch 41,5, was er oben hat. Hm? Was hast du? 91. Und ob es jetzt 41,5 oder 41 sind, kann ich euch gerne nochmal. Also wir fassen zusammen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, kommen wir auf 9,15, was ziemlich gut ist. Bei einer 0,7er Zylinderkopfdichtung. Und die andere, also was wäre denn dein Wunschwert jetzt erfahrungsgemäß mit Ladedruck, Zündung und so? Was ist denn das, wo du sagen würdest, da möchtest du hin? Warte mal, wir machen mal einmal das Ganze mit 41. Mhm. Dann sind wir bei 9,25. Ja, ein Zehntel. Aber das, und das so, also wir reden von einem Zehntel Verdichtungspunkt. Ja. Das ist vollkommen in der Messtoleranz. Also das war schon extrem gut, ja, was wir hier gemacht haben. Ist auch meine Erfahrung tatsächlich, wie man es am besten auslietet. Dieses mit ein bisschen Brennraum und ein bisschen Kopf und so und dann hochrechnen mit Kopfdichtung ist immer am Ende irgendwie nie so, dass man da so... Wir kennen es ja nur andersrum. Ich habe ja immer nur den Kopf mit der Kerze drin und... Wenn die Kerze in der Mitte ist, wenn du so einen Kopf hast, wo es schräg ist, ist das so ein bisschen komplizierter. 9,1 ist auf jeden Fall ein guter Wert. Das heißt, bei 9,1 kann ich mir sogar überlegen, ob ich es tatsächlich so zusammenbaue. Gar nicht mit meiner Spezialkopfdichtung, sondern einfach wieder eine dünne Originale nehmen und bei 9,1 bleibe. Das heißt, du hättest die genommen, nicht nur um, also nicht nur um die Dichtigkeit sicherzustellen, sondern... um auch so ein bisschen Kompression einzustellen, okay. Verdichtung einzustellen. Ist in dem Fall aber so, dass wenn wir jetzt mit der anderen hochrechnen, wir können es jetzt gerne einmal mit der anderen hochrechnen, was hatte ich da gesagt, die hatte 1,0 am Ende? 1,0, ja. Das heißt, dort kommt on top... Statt 0,7 kommt 1,0. Das müssen wir jetzt einmal ausrechnen. Ja, genau 8,8. Bei 9. 8,96. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen gerundet in beide Richtungen. Okay. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir da ein bisschen und da ein bisschen. So. Also wir haben die Wahl zwischen, was schon mal gut ist, wirklich Ultra-High-Performance-Dichtung für hohen Ladedruck und 9,0:1. 9,0:1 wäre ehrlich gesagt für einen Versuchsmotor, ich nenne es jetzt mal Versuchsmotor, mein Wunsch. Da ist man immer safe mit. Das ist jetzt noch nicht so wenig, dass es katastrophal wird, aber auch nicht so viel, dass es gleich Peng macht. Ich behaupte, dass unser alter Motor mit dem gefrästen Brennraum jetzt viel, viel, viel niedriger war. Weil wenn du dir jetzt gerade überlegst, wie viel wir aus dem Kopf daraus gefräst hatten, mit sonst einem gleichen Setup, mit der dünnen Kopfdichtung, wird das ja schon deutlich, deutlich, oder? Was denkst du, wie viel Volumen wird da rausgefräst? Das ist nicht viel gewesen. Das waren ja im Prinzip nur diese Ecken. Aber es wären auch so 3-4 Kubik, sind das? Ja, 3 können es schon gewesen sein. Aber da verschätzt man sich auch relativ. Ja. Also ich glaube nicht, dass es viel mehr war. Nee, ich hätte jetzt auch getippt, dass das so 3 Kubik sind. Das heißt, wir werden mit dem alten Motor auf jeden Fall geringer gewesen sein. Mit dem letzten Step, der fuhr ja auch nicht ganz so schön mehr. Da fehlte so ein bisschen... So ein bisschen Grundstabilität, das heißt, mein Bauchgefühl sagt mir, wir gehen auf die Variante mit den Ringen. Da sind wir bei 9,0:1. Das ist auf jeden Fall erstmal safe in alle Richtungen. Da wird auch nicht so schnell was verrutschen mit ein bisschen Klingeln, Klopfen und so weiter. Deswegen sind wir da schon mal safe. So, das heißt, wir haben einen geilen Kopf. Wir haben noch Potenzial an der Brücke. Wir haben zur Sekunde das Problem, dass wir ihn nicht final anziehen können, weil ich Angst habe, dass die Bolzen zu lang sind. Sind die Bolzen zu lang und der Kopf ist drauf, gerade mit der Variante Kopfdichtung mit den Ringen, welche wir nicht wieder lösen können, ist Großbaustelle. Deswegen machen wir hier jetzt auf jeden Fall Stopp. Und im nächsten Video, wo wir das ganze Lader-Setup dran bauen, sagen wir euch, ob wir sie kürzen mussten oder nicht, beziehungsweise ihr werdet es einfach sehen. Mein Bauchgefühl sagt mir leider kürzen. So. Und wenn einmal drauf, so kürzen, keine Chance, wirst du sofort einen Motorschaden danach haben. Das geht nicht ohne Dreck und so weiter. Ja. Das heißt, man muss sie rausdrehen und kürzen. Aber das wäre jetzt Quatsch, das so zu machen, weil das kann ich auch genauso zu Hause machen. Ja, ich würde sagen, Tim, vielen, vielen Dank.
für deine Expertise und Arbeit. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das ist schon eine richtige Richtung in Rennmotor, wo es hingehen soll. Ich freue mich drauf. Also wirklich, der Unterschied muss gravierend sein. Und dann gucken wir, was wir aus der Brücke noch holen können. Und die Variante mit den Ringen haben wir jetzt bei Marius Motor gesehen, die ist unkaputtbar. Das heißt, das ist so ein Setup, da wirst du auch mal 2,5 reindrücken können, ohne dass das... Ja, ist ja bei so einem Motor, habe ich jetzt auch gelernt. Auf dem Hinweg hierher habe ich mir noch überlegt, es war ja schon so mit diesem, ihr wisst ja meine Lines-Geschichte des letzten Jahres, mit dem Stopfen, der immer rausgeflogen ist. Der Stopfen ist immer rausgeflogen. Wasserdruck habe ich direkt hier im Ausgang gemessen. So, der war immer okay. Das heißt, nicht, dass doch schon die alte Kopfdichtung da hier und da mal ein bisschen angehoben hat. Jetzt haben wir natürlich 10er statt 9er Bolzen, was schon mal deutlich besser ist. Aber wir wollen ja auch vielleicht mal ein bisschen mehr Leistung fahren, weil ich bin ja bisher eher auf der Strecke nur 300 PS gefahren. Ja. So, das heißt, mit dieser Kopfdichtungsvariante, mit dem Feuerring, sind wir auf jeden Fall safe. Ein Glück haben wir da die Montage gestern abgebrochen, weil das wäre eine neue Großbaustelle geworden. Das ist die Fläche, die auf den Zylinderkopf oben drauf kommt. Und ihr seht, hier ist überall gar kein Platz. Also irgendwo in diesem Bereich wären die Stehbolzen. Und die dürfen auf gar keinen Fall über die Dichtfläche rausgucken. Das heißt, ein Satz mit X, das war wohl nix. So läuft es beim Tuning, da müssen wir leider überall nochmal bei. Aber das seht ihr im nächsten Video.